Montagnachmittag wurden die Preisträger des diesjährigen Büchersommers der Christian-Weise-Bibliothek bekannt gegeben und prämiert. Ziel des jährlich in den Sommerferien stattfindenden und kostenfreien Büchersommers war es, dass Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 9 und 17 Jahren über den Sommer mindestens 3 Bücher lesen. Ob sie das wirklich taten, wurden anhand von Kontrollfragen zum Inhalt überprüft. Alle 65 Teilnehmer, die das Mindestziel erreicht hatten, bekamen neben einem kleinen Präsent auch ein Teilnahmezertifikat, welches von den Schulen honoriert wird. Der Büchersommer soll die Lust am Lesen bei Kindern und Jugendlichen wecken und wird vom Deutschen Bibliotheksverband und dem Sächsischen Kultusministerium gefördert. Sonst fand die Prämierung wie gewohnt in der Bibliothek selbst statt, da diese aber gerade wegen Umbaumaßnahmen geschlossen ist, wich man kurzerhand ins Nowaksche Haus am Markt 4 aus. Ungeschlagener Favorit und mit immensen Vorsprung siegte dieses Jahr Saskia Schölzel mit 50 gelesenen Büchern. Platz 2 mit 29 Büchern ging an Rieke Pusse, den dritten Platz mit 9 Büchern belegte Ellen Pia Gürsel-Xu. Zitau Live sagt herzlichen Glückwunsch.